Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planish Crafter. So, ich habe mir auf meinen wunderbaren, schlauen Zettel geschrieben, dass wir nochmal durch das Portal müssen mit ein paar Bömpchen und da nochmal in das zweite Wrack müssen und dass ich diese wunderschönen neuen Schränke unbedingt bauen möchte. Jetzt überlege ich, was wir zuerst machen. Ich glaube, wir machen erstmal diese Portalgeschichte fertig. Wir bauen uns ein paar Bomben. Habe ich hier noch Iridium? 2, 4, 6. Ich kann mal 3 Bomben machen. Okay, wartet. Ich muss aber vorher den Kram hier loswerden. Ich glaube, meine Schränke sind voll, ne? Problem. Okay, wir packen... Ich baue dann sehr viele neue große Schränke. Definitiv. So, wartet. Ich hatte die ganzen Erze jetzt hier erstmal mit reingepackt. Ich packe jetzt auch einfach das da rein. Die Raketendinger werden auch langsam voll. Die kommen hier rein. Und die Leiterplatte, wartet, die waren unten. Die packe ich erstmal hier wieder mit rein. Habe ich erstmal was. Wie war das? 2 Iridium, 1 Schwefel oder 2 Schwefel, 1 Iridium? Okay. Mehr noch Schwefel. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Wir müssen uns mal Schwefel, glaube ich, hier hochliefern lassen. Ich glaube, der geht nur unten rein, ne, der Schwefel. Warte mal. Ich gebe hier mal eine Nachfrage auf Schwefel rein. Dann können sie uns den wieder befüllen. Das kommt hier wieder rein. So, wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 5. Bräuchte man noch halt einen für eine dritte Bombe. Habe ich hier noch eins drin? Oh, sehr gut. Was brauchten wir noch für die Bombe? Leiterplatten. 2, 3. Okay. Huch! Ah, wir können schon Tierfutter machen. Oh, scheiße, dafür brauchen wir Larven. Ich habe meine ganzen Larven weggeschmissen. Ich sehe mich schon Larvenfarmen. Scheiße, ich habe meine Larven doch alle letztens entsorgt, weil ich dachte, ich brauche die nicht mehr. Ja, fuck. Anscheinend doch. Ich glaube, Essen brauchen wir nicht. Haben wir ja gerade. Dann gehen wir jetzt nochmal fix durchs Portal. Und, gehen nochmal an dieses zweite riesige Raumschiff, was total verwirrend ist. Ich musste hier nach rechts. Das andere war da und das hier ist rechts. Und dann sprengen wir uns den Weg noch frei, sofern ich das wiederfinde, wo das war mit der Sprengung. Und dann haben wir, glaube ich, hier alles. Aber das ist crazy, dieses Raumschiff sieht überhaupt nicht so riesig aus. Das wird halt erst nach unten dann so groß. Schon mal Licht anmachen. Okay. Die Frage ist, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, auf welcher Ebene war denn das? Nach meinem Absturz gestern habe ich ja dann nur noch eine Folge aufgenommen, um das mit dem Absturz zu erklären, damit ich das nicht vergesse, warum 20 Minuten Video fehlen. Und habe dann ja erstmal alles ausgemacht. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Aber hier waren wir schon. Es ist super schade, dass es hier einfach keine Map gibt. Wisst ihr? Ich hatte mir das eine ja markiert mit einer Fackel. Ich weiß nicht, ob die noch brennt. Keine Ahnung, wie lange die Fackeln hier brennen. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach unten. Okay, da bin ich hergekommen. Ja, das ist halt einfach... Okay. Das ist halt einfach der reinste Irrgarten. Okay, von denen haben wir eigentlich mehr als genug. Ich nehme nur die Lirmasamen mit. Oh! Guck mal, was ich gefunden habe.
Easy. Token, Token, Sicherung, das. Pilze ist nämlich auch. Noch eine Bombe, sehr gut. Also das Obsidian brauche ich jetzt nicht zwingend, aber... Oh, noch ein Energiemultiplikator. Nice. Okay, dann haben wir das schon mal auf jeden Fall. Wieso habe ich das gestern nicht gesehen? Bin doch gestern hier auch rumgelatscht. Ist noch so ein Ding? Ich meine, ich war gestern dann echt verwirrt und durcheinander durch die ganze Sache mit dem PC, weil das hat mir schon echt einen Schrecken eingejagt, ne? Weil stellt euch mal vor, ihr kauft euch einen super teuren neuen PC, was sehr viel Geld gekostet hat, wo ihr lange für gespart habt und dann auf einmal ist alles aus. Und ist keine Ahnung, ob alles wieder angeht. Deswegen, von dem Schock musste ich mich dann gestern erstmal erholen. Aber das, denke ich mal, habe ich jetzt. Ich glaube, hier könnte ich schon gewesen sein, oder? Nee. Hier ist so eine Kommandozentrale. Okay, hier ist aber auch nichts weiter. Ja, sag mal, ich suche doch eigentlich das, wo ich sprengen kann. Ich finde hier ganz neue Räume, aber... Wo ist das, wo ich sprengen kann, was ich gestern gesehen habe? Ich muss auch gleich mal mein Fenster noch zumachen, aber ich wollte halt schnell nochmal durchlüften, weil ihr wisst, es ist Sommer. Und im Sommer ist es hier immer super warm. Wie bin ich denn jetzt anders gelaufen wie gestern, dass ich jetzt hier noch Wege habe, die ich frei machen kann? Oder ist das hier wieder respawned? Ich bin mir unsicher. Das könnte tatsächlich respawned sein. Hä, aber wo ist denn das mit dem ganzen Sprengungszeug? Ist weg. Gibt's nichts mehr zu sprengen. Wird nichts mehr gesprengt hier heute. Ich bin super verwirrt. Bin ich wieder hier. Denkst du, hä, hier bin ich doch gerade eben schon lang und dann auf einmal ist da wieder Trümmer. Und du weißt, okay, hier war ich noch nicht, sonst wäre der Trümmer nicht da. Ich bin extrem verwirrt gerade. Aber wir hatten doch hier gestern... sag mal... Also so kaputt kann ich da noch nicht sein. Wartet mal, ich bin von wo gekommen? Nee. Von da bin ich gekommen. Dann bin ich nach da... Okay, ich gehe einfach nochmal hier geradeaus. Okay, hier war ich definitiv. Okay, hier ist der Raum. Okay. Dann war ich auf der Ecke auf jeden Fall. Hier geht's wieder hoch. Hier waren wir auf jeden Fall auch. Hier sind wir auch runter. Da war die Fackel. Hä? Hey, sag mal. Ich finde das... Ich finde das zum Sprengen nicht mehr. Oder... Ich bin verwirrt. Ich muss mal in die Aufnahme von gestern reingucken. Am Ende sagt ihr jetzt Susi. Das haben wir gestern schon gesprengt, alles. Aber das war ja das andere Raumschiff. Das hatte ich ja dann erst später hier noch gefunden. Ich habe ja das Gefühl, ich latsche hier immer im Kreis. Ich gehe noch mal hoch.
Ich guck mal, ob ich noch einen... hier war ich noch nicht. Anderen Zugang finde. Okay, also hier war ich jetzt auch noch gar nicht. Hä? Das sieht halt einfach alles so gleich aus. Du denkst halt, du warst hier schon. Dabei warst du hier noch gar nicht. Das ist super strange. Das ist alles super krass verwirrend. Da waren wir gerade dran, genau. Wie bin ich denn jetzt anders gelaufen wie eben? Ey, wirklich, auf diesem Schiff sieht halt auch einfach alles komplett gleich aus. Du drehst dich zweimal im Kreis und weißt nicht mehr, wo du hergekommen bist. Versteht mich nicht falsch, ich liebe diesen Artstyle von diesen Schiffen, ne? Das hat was für mich so ein bisschen von 70er Jahre Star Wars Feeling und ich liebe Star Wars. Aber es ist halt einfach der reinste Irrgarten. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich guck mal, dass ich wieder hochkomme. Nein. Hä? Jetzt bin ich wieder hier. Ah! Moment. Wo ist jetzt der Ausgang? Help me! Jetzt finde ich den Ausgang nicht mehr. Hab mich doch am Po. Ich sehe schon die Kommentare. Ja, wenn du so schnell und verstrahlt da durch die Gegend rennst, dann kannst du den Ausgang auch nicht finden. Aber auch wenn ich hier langsam durch die Gegend renne, finde ich den Ausgang nicht. Viele Wege führen nach Rom oder in eine Sackgasse. Jetzt sind wir wieder hier. Wartet mal. Bin ich eben nach rechts? Eben nach rechts oder links gelaufen? Offensichtlich nach da. Da gehen wir jetzt in die andere Richtung. Ah. Hä? Hier ist auch ein Sackgassenraum. Hä? Okay, warm auf jeden Fall. Das ist lustig. Erst findet man den Weg nicht, um irgendwie weit... Wo bin ich denn vorhin hier reingekommen? Hier, oder? Nee. Ich bin hier irgendwie reingekommen, glaube ich. Ich habe so auf die Konsole geguckt. Aus dem Raum geht es halt nicht raus. Es wäre nett, eine Karte vom Schiff zu haben, wirklich. Dass man wenigstens sieht, wo hier Sackgassen sind. Bin ich wieder hier? Da geht es auch nicht weiter. Jetzt komme ich hinten wieder in die andere Sackgasse, ne? Ja. Okay, dann kann diese Richtung schon mal definitiv nicht richtig sein. Da geht's nicht raus. Da geht's nicht raus, dann muss es ja hier sein. Ich bin totally verwirrt. Ha! Gut. Ich glaube hier... Ah, hier ist der Aufgang. Okay. Ey, das sind mehrere von diesen Räumen. Deswegen war ich so verwirrt. Weil es einfach mehrere von diesen Räumen gibt. Okay. Hier ist auch noch eine Fackel. Ah, genau. Hier war dieses Ding. Ja, shit, das habe ich vergessen, dass ich so einen Kernreaktor...
Ah, und hier war das Sprengungszeug. Oh Gott. Eieiei. Wirklich. Wie nett, wenn man hier mal Wasser finden würde. Okay, das haben wir jetzt wieder nur gesprengt, um es gesprengt zu haben, um irgendwo anders im Raumschiff gegebenenfalls was aufgemacht zu haben, ne? Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich ja, aber können jetzt hier nicht ewig rumsuchen. Oder haben wir jetzt hier wieder irgendwas bewirkt? Nee. Ich kann jetzt hier aber nicht ewig rumsuchen, weil ich kriege Hunger und Durst. Jetzt finde ich den Ausgang wieder nicht. Nein, Sackgasche. Nee. Oh, hier können wir auch noch sprengen, wartet mal. Ich hänge. Ich weiß halt nicht, wie weit ich immer weggehen muss. Das ist auch einfach nur ein leerer Raum. Okay, ich glaube, man muss diese Sachen halt tatsächlich sprengen, um sie gesprengt zu haben. Hier war ich doch eben schon. Damit man einfach irgendwo anders Träume aufsprengt. Durch die Erschütterung der Explosion. Die Frage ist halt, wo? Okay, ich muss halt raus. Nee, wartet, ich habe die Fackel hier hingelegt. Bin ich doch wieder hier. Ah! Von wo bin ich gekommen? Nee, 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 nee. Nein. Nein. Ich bin doch von hier irgendwo gekommen. Wirklich. Okay. Das heißt, wir müssten jetzt rein theoretisch nochmal wiederkommen, um zu gucken, was hier sich aufgesprengt hat. Aber wisst ihr was? Wir machen das wie folgt. Ich bringe jetzt den ganzen Kram hier zurück, ohne euch. Und wir machen jetzt hier einen Cut. Und wenn ich noch irgendwas in diesem Schiff gefunden habe, dann hole ich euch wieder dazu. Wir tun uns das jetzt hier nicht an, ewig. Und ihr müsst das jetzt hier nicht ewig mit mir dadurch dieses Schiff zu latschen. Also, sobald ich was finde, was neu ist, hole ich euch dazu. Und wenn ich nichts mehr finde, sehen wir uns dann gleich in der Basis wieder, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe einen Kernfusionsreaktor hergenommen und habe gedacht, so, boah, hoffentlich brauchte ich jetzt wirklich nur einen, aber ich brauche nur einen. Okay, also irgendwo. Okay, jetzt ist hier so eine Notbeleuchtung an. Interesting. Hier ist noch so ein Ding, auch nicht schlecht. Oh shit, ich habe das andere mit ausgepackt zu Hause. Ah! Nein! Oh nein, wenn wir das jetzt noch brauchen, wäre halt richtig doof. Da hier geht's runter. Ich habe gerade keine Ahnung, wie geht das einfach aus mir runter. Also irgendwo
müssten jetzt rein theoretisch ja Türen aufgegangen sein, oder das ist halt wirklich nur dazu da, um hier den Notstrom irgendwie einzuschalten. Ist hier irgendwas passiert? Hier ist jetzt Licht. Aber die Kiste hatten wir schon. Aber ansonsten ist hier jetzt auch nichts anders, ne? Nee. Nee. Ich denke mal, ich schneide das für euch dann alles mal ein bisschen zurecht. Kann sein, dass die Folge dann vielleicht ein bisschen kürzer wird. Aber ich nehme einfach jetzt ein bisschen länger auf. Und dann schneide ich euch das. Hier hinten ist der Kernreaktor wieder. Aber ich glaube, das Ding macht wirklich nur den Notstrom, oder? Also... Ich meine, das Teil hier ist der reinste Irrgarten. Woher soll man denn wissen... Jetzt sind wir wieder hier. Wo sich hier was gegebenenfalls geöffnet hat, wenn man nicht mal eine Ahnung hat, wo man ist. Also so hundertprozentig durchdacht ist das hier alles für mich nicht. Also es ist nicht sehr spielerfreundlich. Dieser Moment, wenn man nicht weiß, was man hier... Ah. Was man hier eigentlich tut. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Habe ich noch eine Fackel? Nee, habe ich nicht. Schade. Ich habe auch nichts, was ich zur Markierung hier irgendwie fallen lassen könnte. Okay, gegenüber von den zwei Dingern ist der Ausgang. Jetzt gucken wir nochmal fix hier unten durch. Hier waren wir. Den hatten wir ja aufgemacht. Oh, hier sind Fackeln. Perfekt. Moment. Das ist mein Ausgang. Da, wo die Knicklichter liegen. Apropos Knicklichter, ne? Wo ich jung war. Oh, hier ist was Froscheier. Okay. Ich habe eine Tür gefunden, die aufgegangen ist. Oh mein Gott. Besser mal niedrig. Ja, ja, alles gut. Solange, wie es noch nicht kritisch ist. Okay, also hier ist eine Tür, die aufgegangen ist. Wir haben eine Tür gefunden. Es hat sich also schon gelohnt. Oh Mann. Wo ich jung war, da war es gerade in Mode. Da gab es so Mini-Knicklichter, die Angler immer benutzt haben fürs Angeln. Und dann war es eine Zeit lang Mode, dass man die sich in den Mund gesteckt hat zum Leuchten, wenn es dunkel draußen war. Ich weiß nur, wie mein Physiklehrer und mein Astronomielehrer die Krise gekriegt hat. Wir waren bei uns in der Sternwarte zur Sternenbeobachtung und jeder kam mit so einem Knicklicht in der Fresse. Ah, es war so schön. Ich kann nicht mehr sagen, warum das da in war zu dem Zeitpunkt, aber es war halt einfach so. Das ist eine andere Leiter, oder? Okay, jetzt sind wir wieder oben. Wartet, aber das war ja nicht der Ausgang, den ich markiert habe. Den habe ich doch hier markiert. Habe ich falsch markiert? Wahrscheinlich. Gut, aber ansonsten sehe ich hier nicht, dass sich irgendwas aufgesprengt hat durch unsere Sprengungen. Oder dass noch irgendwo eine Tür aufgegangen ist oder irgendwas, ne? Ich meine, wir rennen ja jetzt hier schon gut durch. Guck mal, jetzt sind die Kabinen auch beleuchtet. Interessant. Ah, hier! Hab noch eine gefunden. Sehr gut. Nice. Aber das ist halt schon... Also für so einen Wrack muss man sich halt schon Zeit nehmen, ne? Ich weiß nicht, soll ich die restlichen Wracks dann ohne euch machen? Weil... Ich nehme mal an, das wird halt alles ähnlich sein. Dass wir uns kurz das angucken, wo wir da landen. Und dann farme ich das alles ab. Und wenn es was Interessantes gibt, nehme ich euch mit. Und ansonsten mache ich das ohne euch, oder? Das ist ja sonst. Das ist ja sonst. Also, sonst kommen wir wieder in so einen ewigen Grind. Wo ihr... Hier waren wir gerade, ne? Ja. Wo ihr immer das Gleiche seht, wisst ihr? Ich meine, das ist halt der Game Loop, aber... Ja, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ob euch das hier interessiert, wie wir durch dieses Stiff uns... Stiff? Stiff? Hm? Schiff! Wie wir uns durch dieses Schiff irren... Ob euch das gefällt. Oder ob ihr sagt, nee, gar keinen Bock drauf, lasst das weg. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, dann haben wir es, ne? Wir haben zwei oder drei Türen jetzt gefunden, die offen waren.
Also hier brauchst du echt einen Orientierungssinn. Krass. Und hier war aber auch nichts weiter, ne? Direkt in unmittelbarer Nähe. Nee. War denn jetzt der Ausgang? Nee, die Richtung. Vor dem Tisch. Und dann hier hinten. So. Okay. Dann haben wir es, würde ich sagen. Oder wo ist das Ding? Da. Eieiei. Hä? Hoch mit dir. Aber hier hinten war jetzt auch nichts weiter, ne? Wir hatten da drüben ja alles abgedingst. Da sind wir ja alles abgeflogen. Aber hier ist nichts weiter zu sehen. Ne. Da ist noch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob an der schon dran waren. Könnte sein. Wir nehmen es jetzt einfach mit, egal. Cool. Ich frage mich ja, ob hier unten was ist. Ich traue mich aber nicht rein, weil ich Angst habe, ich komme nicht mehr raus. Und dann bin ich tot. Deswegen ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte und zurück nach Hause. Ah ja, wartet, wir können das Portal ja jetzt zumachen. Wartet. Wir schließen das Portal jetzt und gucken mal, wie das aussieht, wenn wir das schließen. Portal schließen. Und zu ist es. Jetzt wird wieder gescannt. Guck mal, Seltenheit 1, Schwierigkeit 1. Das muss ja dann wirklich ein ganz kleines Wrack sein. Standort 1673. Das ist hier drüben. Mich würde ja mal interessieren, wo wir hier sind. Als Standort. Und dann kannst du halt nochmal neu scannen rein, theoretisch, wenn du das möchtest. Okay, interessant. So. Schupp. Ah, da sind wir wieder zu Hause. So, ich habe ohne euch die ganzen Sachen, wo ich jetzt gerade noch nicht weiß, wohin damit, alle erstmal gerade, jawohl, hier reingetan. Einfach, weil wir sowieso umbauen müssen. Und meine Osmium- und Dings-Schränke ja sowieso voll sind. Also, ich würde sagen, ich schneide die Folge dann zurecht. Die wird dann vielleicht jetzt ein bisschen kürzer als normal. Aber das ist, denke ich mal, nicht schlimm. Und nächste Folge kümmern wir uns dann um größere Schränke, würde ich sagen. Dann gucken wir einfach, upsie, nein, dann gucken wir einfach, dass wir Schränke neu organisieren, neu machen halt einfach und die großen jetzt bauen, weil die sehen A, mega cool aus. Brauchen die eigentlich Strom? Nö. Hier ist einfach alles drin. Dann bauen wir neue Schränke. Nächste Folge. Organisieren das ganze Lager ein bisschen neu. Also da verpasst ihr jetzt nichts Spannendes. Dann würde ich sagen, gucken wir uns vielleicht noch diese eine kleine Karte an, wo Seltenheit 1, Wrackgröße 1 ist. Damit wir einfach mal sehen, wie groß das kleinste ist. Fände ich interessant. Und danach können wir ja uns mal um das Thema Tiere kümmern. Tiere züchten und so, dass wir einfach ja dann uns mit dem letzten großen Thema hier im Planet Crafter noch auseinandersetzen, bevor wir dann Richtung Ende gehen. Ich meine, wie weit sind wir jetzt beim Ende vom Prozent? 12,91 und wir stehen fast aktuell mit der Entwicklung, weil wir halt die Tiere nicht gemacht haben bisher. Also das ist halt das Ding, worum wir hier gerade nicht mehr vorwärts kommen, glaube ich. Oh, bei 5 TTI gibt es eine Extraktionsplattform, damit wir wieder ins Orbit einem Schiff beitreten können. Dann gehe ich mal auf, Dann gehe ich mal davon aus, dass 5 TTI das Ende hier sein wird. So, aber das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag.
und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.